Ne, machen wir jetzt weiter unten. So. Gut. Ey, die Halle ist schon über die Hälfte leer gemeinert. Sehr gut. Sind auch schon ein paar Steine rausgeschafft worden. Und es ist Sommer geworden. Ja, wir haben den dritten Monat. Und ich weiß nicht, wie viel Trinken wir noch haben. Denn ich kann ja nicht in den Stockpile richtig reingucken. Aber ja, der Platz da oben ist frei, also werden jetzt Workshops gebaut. Kitchen. Nee, halt. Kitchen ist Z. Kitchen ist Z. Kitchen aus Konglomerat. Eine Still daneben. Einen Mason darunter. Und einen Carpenter. Carpenter ist tatsächlich C gewesen. Okay. Leute, schafft was. Ich weiß genau, jeder von euch hat diese Berufe in TUS. Also kann er auch schaffen. So. Da das schon mal gebaut ist, gebe ich gleich einen Walkthrone und einen Walktable in Auftrag. Da kann der Mason gleich mal sich nützlich machen. Wir gehen auch gleich mal in den Noble Screen. Manager ist mein Leader. Broker ist mein Leader. Bookkeeper ist mein Leader und fertig. So, und alles andere wird gemacht, oder? Ja, sehr schön. Wo rennt der jetzt hin? Der macht Pause, okay. So. Food Stockpile, den machen wir mal. Ah, doch wirklich so groß. So. Dann können wir den hier oben nämlich wegmachen. Den Food Stockpile. Und der Carpenters Workshop ist fertig. Also. Barrels waren V, ja. Barrels, 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 gut. Ich würde gerne einen Table und einen Chair hier platzieren. So, danke. Die wurden wahrscheinlich jetzt oben in den Karren getragen. Aber gerade egal. Hier sieht alles soweit ganz gut aus. Jawohl. Hier bin ich falsch. Hier wollte ich hin. Okay, der Stille ist fertig. Was sagt unsere Küche? Wir haben 40 Prickleberries und wir haben einen Haufen Zeug zu verbrauen. Das glaube ich doch jetzt nicht. Warum haben wir nur noch 9 Sweet Pot Seeds?
Pictate 10. Prickleberry sind egal, Redweed ist auch egal. Fisherberry, Dimple Cups sind egal. Caveweed, Sweetpot haben wir noch 9 Stück. Rocknuts 5. Ist ja okay. Prickleberries, dass wir so viel haben. Redweed, Ropeweeds. Wir haben sogar Ropeweeds, okay. Stell mir bitte den Tisch auf, ich bräuchte meinen Manager. Meinen Bookkeeper. Okay, Tisch steht. Make Throne Room or Study. Das reicht. Assign Share to my Leader. Und jetzt müsstest du eigentlich Settings Medium Precision mal hinkriegen können. Sobald du nicht mehr Items im Stockpile storest. Ja, nach der Aufnahmesession dürften wir eigentlich die ersten Migranten bekommen haben. Dann kann ich ja offscreen im Therapist die ersten Einstellungen machen. Also zum Beispiel meinem Miner, meinem Howler, meinem Cook, meinem Brewer und meinem Leader die Howler-Skills, Tasks wegnehmen. Ja, Howler-Skills. Trage Stein, den großen Stein von A nach B, kriegst 100 Erfahrungspunkte. Das wäre ein ziemlich miserables Rollenspiel. Aber ja, soll es auch geben, Leute, die nicht wissen, wie man richtig Sachen trägt. Und haben wir... Oh, wir wissen jetzt alles. Kitchen. Sind es immer noch nur 9? Ja, wir haben... Wahrscheinlich hat uns eine Krähe ein Sweetpot Seed geklaut. Aber wir haben sehr viel anderes Zeug, was wir jetzt erst einmal verbrauen können. Und wir haben noch genau 100 Getränke. Ja. Sollten wir gucken, dass wir ein paar mehr daraus kriegen. Und die Migranten, von denen ich gerade gesprochen habe, sind eingetroffen. 1, 2, ein Kind, noch ein Kind, 3, 4. Nur 4 Migranten. Ein Miller, ein Planter, ein Potashmaker, ein Thresher und 2 Kinder. Ja. Pets haben sie keine neuen gebracht und wir haben Wildschweine da unten. Los, hopp, hopp, ihr könnt an die Arbeit gehen. Es gibt genug zu tun. Vor allem Howler-Jobs. Bringt das ganze Essen nach unten. Los, zack, zack. Dann werden wir hier das Gebiet zu einem großen Steinstockpile machen. Hier machen wir einen Woodstockpile erstmal hin. Also das ist jetzt alles vorläufig, behelfsmäßig und so weiter. Die guten Sachen kommen dann erst. Und das hier muss normaler Saat sein, hä? Ja, Saat. Also nicht, Onyx, Saat-Onyx oder wie das heißt? So, na doch, Saat-Onyx ist. Aber sehr gut, es geht voran. Wie weit ist mein Carpenter? Der macht fast gar nichts. Womit ist mein General beschäftigt? Mit Bäume fällen?
Hat er noch viele Bäume? Ja, das könnte noch eine Weile dauern. Dafür haben wir aber jetzt mächtig Holz gemacht. Also das ist mal eine holzige Angelegenheit. Oh, sie haben es endlich geschafft, die Mauer da wegzumachen. Hei ho. Jetzt haben wir etwas mehr Freiraum. Oder habe ich aus Versehen nur einen neuen Sweet Pot Seeds mitgenommen? Das könnte natürlich auch sein. So, jetzt bauen wir erstmal Restraints hier. So. So. Unsere Wachhunde gegen Diebe und Entführer und sonstiges Mordio-Zeug. Jawohl, da werden unsere Restraints gebracht. Was haben wir denn eigentlich noch dann in unserem Karren? Ja, das war falsch. T können wir reingucken. Ein Pigtail Fiber Bag. Naja, das erinnert mich daran, dass wir hier noch einen weiteren Stockpile brauchen für anderen Krimskrams. Als erst einmal kommt hier ein großer Steinstockpile hin. Ruhig mal so groß. So. Dann ein Custom Stockpile, ein kleiner hier oben, der reicht erstmal. Und ein Wood Stockpile. Nicht zu verwechseln mit Woodstock. So, hier hin. Das heißt, der Wood Stockpile hier oben macht jetzt erstmal die Fliege. So. Jetzt müssen wir noch den Stockpile einstellen. Der kriegt erstmal die maximale Anzahl an Bins. Und dann brauchen wir noch die Settings. Du nimmst keine Animals. Du nimmst Furniture. Du nimmst Stein nicht. Du nimmst Ammo, Coins, Bars, Box, Games, Finish Goods, Leather, Cloth, Weapon Traps, Armor. Das nimmst du jetzt mal alles auf. Dankeschön. So, Carpenter ist auch langsam beschäftigt. Sobald die Barrels gemacht wurden, lassen wir das ganze Zeug verbrauen. Was die Zwerge noch nicht weggemüffelt haben. Und ja, ich glaube, das Gras werden sie eher essen, eher verrauchen, als dass sie es essen. So, wenigstens ist schon mal das Essen von hier oben gesichert und weggebracht worden. Oh, und wir können jetzt mit den Minern weitermachen. So. Denn die erste große Halle ist schon mal fertig. Ach, und das hier sieht noch ein bisschen falsch aus. So. Mehr brauchen wir hier nämlich nicht. Nee. Wobei ich mir das immer auch überlegen kann, ob ich es nicht doch an die andere Seite packe. Und dann von hier drüben aus dann den anderen Weg runter zu meinem Refuse Stockpile, zu meiner Arena und meinem unterirdischen Teich. Ah, das ist jetzt noch alles Zukunftsmusik, Zukunftsspekulation. Und wir haben die nächste Ebene erreicht. Ich bin mal gespannt, wie die Wände hier aussehen, wenn man sie gesmoothed hat.
Wenigstens werden auch die Steine aus dem Weg geräumt.